Moin Evils, willkommen zu einer weiteren Folge Road to Evil Changer. Ich bin's euer Nick und ja, heute kaufen wir nur 4 Tränke, denn wir wollen sein Board noch mitnehmen. So, wieder Nunu Jungle hatten wir jetzt schon einmal. Da war ja extrem viel, ja, eine geile Runde auf jeden Fall angesagt. Jetzt wollen wir es nochmal versuchen und ja, mal schauen, wie wir diesmal wieder klarkommen. Ich zocke Nunu im Jungle, dann haben wir Ash mit Sona auf der Botlane, Darius auf der Top und Fiddle in der Mitte. Den werde ich auf jeden Fall vielleicht ein bisschen babysitten am Anfang gegen Anivia und da sollten wir eigentlich auch dann einen sicheren Kill drauf landen. Bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich das Egg fressen kann. Also die Passive, wenn Anivia abkackt, dann muss ich gleich nochmal ein bisschen, oh, schauen wir einfach mal vorbei. Ja, Anivia in der Mitte, Jayce auf der Toplane, Malphite im Jungle und Caitlyn mit Leona auf der Botlane. So wird's aussehen. Kate und Leona sind Premade, habe ich schon eben gerade eben nochmal vorbeigeguckt. Und ja, Malphite habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Angst vor, muss ich eigentlich sagen. Ja. Ich würde sagen, haben auch jetzt hier recht viel Slow auf der Botlane und hier in der Mitte, wenn ich also mit meinem Slow komme, dann kann er nochmal 4, also eigentlich auch recht viel CC in der Mitte. Und Darius natürlich da, ich denke, ich werde wieder an sich die Top- und Botlane wenig supporten. Ich hoffe, die Botlane kommt einigermaßen klar gegen das Premade. Und ja, dann let's go, würde ich sagen. Na, jetzt tankt er aus Versehen den Damage schon. Und oh, machen wir viel Damage mit unserem Fressen. Ja, 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 ja. Ich überlege gerade ganz, ob ich Early ganken top soll, aber lieber noch nicht, denke ich. Ich würde sagen, ich mache hier nochmal ganz kurz ein wenig noch weiter. Ich hole mir, denke ich, auf jeden Fall noch Level 3. Hätte ich die Wölfe auch überspringen können, fällt mir gerade mehr oder weniger ein. Aber okay, gut. So, Early Gang mit After Red. Okay, und so wie es ausschaut, auch kein Counter-Jungling hier aktiv. Das ist auch schon mal schön zu sehen. Dann fressen wir auch so viel, wie es geht. Und da wollen wir jetzt mal in der Mitte vorbeischauen. Okay, hätte auf jeden Fall besser verlaufen können. Darius, oh, klopft sich hier schon hart mit Jayce. Oh, und kriegt er den Poke nicht ab. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Oh je, yeah, und er hat gewordet, ja. Der Junge wird ganz klar gewordet haben. Denn man sieht schon, er hat ja hier mit dem Feen-Amulett gestartet. Und hat wirklich gerade alles draußen gehabt. Komm schon. Ein paar Sekunden sind Smite ready. Jo, sehr gut, danke schön. Ich könnte es jetzt hier oben noch versuchen. Na, stößt er mich da gar nicht in den Tower rein? Ne, hat er wohl diesmal gar nicht so groß vorgehabt. Gut, dann, ja, wir verlieren ja nicht viel Leben, haben kurz mal schnell die Golems gemacht. Das heißt, auch vom Level her liegen wir gar nicht so weit hinten. Felix Stick kann jetzt hier schön entspannt die ganzen Dinge machen. Ich komme jetzt hier gleich nochmal gegankt. Erstes Blut. Ah, und damals gesehen, okay. Man kann es auf jeden Fall nicht fressen. Gut, jetzt wissen wir es. Oh, schöner Damage. Flash mit der. Und da kommt der Kill. Sehr, sehr geil. War auf jeden Fall nice da von Fiddle. Das hat natürlich, ich liebe das. Das tut immer so schön weh, da der Doppel-Damage. Wenn da nur so zwei Champions da nebeneinander laufen, das zieht immer so richtig schön da die Bandbreite einmal runter. Ach, hier haben wir noch einen übersehen. Das wollen wir natürlich nicht. Einmal zurückporten. Good job, Fiddle. So, und
Ich glaube sogar, er hat den Kill am Melfeld bekommen. Na, können wir gleich mal checken, wenn wir in der Base sind. Oder? Wäre auf jeden Fall perfekt dann für uns. Weil dann hätte er nochmal die Buffs bekommen. Und damit geht es ihm dann auch gleich eine ganze Ecke noch besser. Und? Nee, leider nicht. Oder die sind schon ausgelaufen. Nee, kann eigentlich nicht sein. Oder? Doch. Könnt doch. Ich doch, doch, doch. Ich habe doch. Ich habe Anivia gekillt und er hatte den Fiddle. Die Anivia hatte auch recht gut unter Kontrolle. Ja, hat er gut gemacht hier mit 26 zu 14. Sieht gut aus. Dann will ich jetzt mal die Botlane ganken kommen. Wobei das ich immer gar nicht so gern mag. Aufgrund immer dieser nervigen Wards. Hier müsst ihr eigentlich immer erst ein Pink Ward mitbringen. Damit das hier irgendwie erst viel Sinn ergibt. Außerdem habe ich auch erst echt noch einen niedrigen Laufspeed hier. Ah, was ist da los? Komm schon. Sehr, 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 sehr gut. Das wäre knapp gewesen, hätte sie mich dann nochmal gestunt. Das wäre ärgerlich gewesen. Definitiv. Ein bisschen Glück haben wir hier ein gutes Timing und wir kriegen hier gerade genau den Respawn ab. Wir können ja noch ein bisschen stehen bleiben, ungefähr so bei, ich würde sagen, so 10 Sekunden, so um 7, 5, 7, 10 sollte auf jeden Fall respawnen. Wir haben doch einen Melfight, ja, der wird auf jeden Fall bei Blue Buff angefangen haben. Und wenn wir den dann schaffen zu stehlen, wäre auf jeden Fall noch sehr praktisch. Ah, 7, 10, der müsste respawnen gleich. 7, 13, warten wir noch ein bisschen, da ist er auch schon. Ja, 1000 Leben hat er noch, jetzt noch ein Snowball und perfekt. Ein Gegner wurde getötet. Dann das lassen wir auch so weit stehen. Oh, nice one. Woo, Party Rock. Das wird gefeiert hier, das wird gefeiert. Schon wieder so eine geile Runde mit Lulu, ich sag's ja. Der absolute Burner-Champion. Ein Gegner wurde getötet. Oh yeah. Oh yeah, und damit haben wir, würde ich sagen, auch die Botlane gut versorgt mit ordentlich Kills. So kann, ja, so können wir uns sehen lassen. Dann mal schauen, was das hier noch kostet. Okay, das hätten wir schon mal. Fehlt uns auch noch ein bisschen Money für Boots. Dann werden wir deswegen hier nochmal schnell die Kohle machen. Auch einfach aus EP-Gründen. Wo ist mein Smite hingegangen? Achso, mein Smite. Ich hatte mein Q hatte ich vergessen. Aus der Mülltonne. Bin gleich wieder da. Oh, wobei, da kommt gerade das ganze Team. Ich sollte gleich auch lieber weg. Das musste einfach sein. Das musste irgendwie einfach sein. Keine Ahnung, wieso ich das gerade gemacht habe. Das war halt total unnötig. Aber ich wollte auf jeden Fall, dass die Anivia ganz schnell da wegstirbt. So, hier auf der Botlane kann ich eh nichts mehr machen. Hier bin ich auch schon nicht mehr brauchbar. Jace hat hier gerade eine Freelane oben auf der Top. Aber das ist ja eigentlich jetzt auch halb so wild. Wir haben nämlich schon so viel Schaden angerichtet. Und ich glaube, er kriegt sie noch nicht mal ganz durch. Nope. Darius wird schnell genug wieder da sein. Schnell das Inventar ordnen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich buff mich selber. Felistex ist ja schon mal mutig und fängt schon mal an. 15-2, jawoll.
Sehen wir mal, wie stark Phil ist. Der macht das hier fast solo. Bin ja mal gespannt, ob der Malphite schon mal nach seinem Blue Buff nachgeguckt hat. Wir werden auf jeden Fall mal so nach dem Red Buff gucken. Ah, der ist down. Gut, dann werden wir jetzt als nächstes jetzt hier den Chase ganken. Lasst uns die Kurve kratzen. Ein Verwundeter wurde getötet. Ja, war ein bisschen aggressiv. Bisschen zu aggressiv irgendwie. Jawohl! Das war knapp. Ich glaube, hätte ich nicht gebufft, wäre down gewesen. Ah, nice gemacht. Er hat den Silence draufgehauen. Auch nice, ey. Einfach mal davon gelaufen. So soll das doch sein. So und nicht anders. Denn auch nur so macht das Spaß, Freunde. So könnten wir nicht ganz, schade. Die würde ich mir eigentlich noch gerne schnell einmal kaufen. Wie viel Cooldown haben wir drauf? Ein bisschen viel. Ein bisschen Verschwendung, wenn ich jetzt einfach mal da kurz dahin gehe und Boom Boom mache. Ich glaube, ich kriege auch lieber dir die Golems, die bringen mir mehr. Wenn ich mir das Single Target da habe auf die dicken. So, sehr gut. Jetzt können wir uns die Boots einmal komplett gönnen. Und ich glaube so ein wenig, dass wir sie ja doch abziehen. Ein wenig. Eine leichte Dominierung hier in dem Match zu sehen. Ich meine, mit 18-3, da sieht das nicht gut für das gegnerische Team aus. Wieder 5-1, Support 2-5, Caitlyn, Malphite 0-2, Anivia 0-3 und Jace hat da ja, einen Kill irgendwie gerade eben mal auf der Top-Lane gemacht gegen den Darius. Der ist noch recht schwer, glaube ich, wobei mit 3-1. Okay, ich möchte jetzt. Ja, okay, mit schwer war es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe nichts gesagt. War hier nicht hier irgendwo noch drin? War es keiner? Dann sehe ich schon mehr Geister. Ach doch, war ja doch, sag ich doch. Gut, der soll da schön die Lane halten, finde ich, macht er gut. Team hat einen Turm zerstört. Und ich denke mal, das wird auf ein Surrender auslaufen. Hinauslaufen. Weil einfach alles andere recht verzweifelt wirklich wäre. Na, will er hier reinkommen? Nein, will er nicht. So, er bleibt schon einfach stehen. Scheiß auf den Rest. Euer Team hat einen Turm zerstört. Was? Da meint sie als Supporter den Blue Buff zu nehmen. Was? Nein, leider nicht mit mir. Nein, da habe ich keinen Mana mehr. Wow. Ja, da hatte ich keinen Mana mehr, weil sie mir den Blue Buff gestealt hat. Ich habe extra hinterher geflasht, damit ich noch einen
E reindrücken kann. Das hätte auf jeden Fall vom Damage her eigentlich den Jace killen müssen. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Ah, dafür macht Sona dann den Kill da. Ganz stolz. Ganz, 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 ganz stolz. Oh mein Gott, Fiddle gefeedet. Yes, no, yes. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch so kaufen können. Anivia, schwach, Caitlyn. Ja, bei dem Team würde ich einfach jetzt sagen, komm. Drauf, geschissen. Wir kaufen auf jeden Fall dann nochmal jetzt hier Unblock. Kommt ein Nunu gelaufen. Mach dich fertig. Auf der Lane. Kein Problem, dass sie gerade das Leben gerettet hat. Ist kein Problem für mich. Hey, ist okay. Meine Aufgabe. Wer ist jetzt hier gerade alles so? Ah, Fiddle wird dann na, nicht ganz gestunt, aber es wird knapp. Oh, da wollte ich gerade noch zwischenlaufen. Nice, komm schon. Triple Kill. Ja nicht. Dann halt leider nicht. Auto Speed, Auto Attack Speed. Na, ich weiß nicht, ob wir den. Oh, aua, aua, aua. Für den gepackt bekomme ich auf jeden Fall das Wort dabei. Tank du den mal ein bisschen. Danke. Das wurde mir nämlich ein wenig zu viel. Yum, 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 yum. Gold brauchen wir noch, immer noch zu viel. Noch 300 Gold fast. Über 300 Gold, wenn wir es richtig sehen. Über 300 Gold. Müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen hier in der Mülltonne nochmal nachgucken, was wir noch so zusammengekratzt bekommen. Muss ich mal meinen Freund fragen. Mensch, das ist ja jetzt doch doof. Und ihm auf jeden Fall noch ein Assist dran. Da bin ich einfach mal. Sorry, Darius, dass ich dir da den Damage aufgebrückt hab. Musste einfach mal sein. Na, immer noch nicht ganz, immer noch nicht ganz. Fast haben wir es. Wir brauchen einen Free Spell. Jawohl, jetzt müssen wir es haben. Perfekt. Gut, dann stratzen wir mal hier wieder ins Gebüsch. Mein Team pusht die Mitte. Oh, und da kriegen wir jetzt einen Tower. Das ist ja fantastisch. Dann können wir uns gleich noch einen Vision Ward mitnehmen. Und eventuell sogar noch einen Trank. Dann stratzen wir mal hier los mit... Oh, 800 Low Speed hatten wir gerade eben kurzzeitig. Sorry, Bro. Ich habe gerade keinen Buff für dich. Vielleicht bald. Vielleicht gleich. Dominierend. Jawohl, komm mit. Du darfst mitkommen. Komm mit, mein Freund. Euer Team hat einen Turm zerstört. Wir
Wieso muss ich jetzt hier schon wieder den Tower tanken, Mensch, Freunde? Das gefällt mir wieder nicht. So, Freunde, das war auf jeden Fall eine kleine weitere Runde. Nunu im Jungle geht auf jeden Fall ab, die alte Ratte. Oder der kleine Müllmann. Mir hat's gefallen, ich hoffe euch auch. Stay evil, bis zum nächsten Mal.